Ach, Berlin, Zehlendorf. Willkommen in einem neuen Video und in Berlin, Zehlendorf. Es hat schon was schnuckelig Ruhiges, vor allem hier in diesen Hintersträßchen, wo eigentlich nichts passiert, wo ein paar schöne Villen stehen. So Zehlendorf, Wannsee ist so ein bisschen so das Bonzengebiet von Berlin. Aber es ist halt wunderschön ruhig und ja, für viele Leute gehört Wannsee schon gar nicht mehr zu Berlin richtig. Da frage ich mich mal wieder, wo soll es eigentlich hingehen? Ach, ich bin immer noch ein bisschen in Aufbruchsstimmung. Ich würde gerne Richtung Süden ziehen. Vielleicht nach Frankfurt? Wir haben ein paar Kumpels in Frankfurt und dann kann ich die mal in echt sehen, regelmäßig. Das wäre voll schön, glaube ich. Vielleicht mag ich sie noch gar nicht mehr. Liebe Grüße an Marv, Xelly, Bear und Dave an dieser Stelle, mit denen ich gerne Battlefield spiele auf twitch.tv/Ishimuro oder auch auf YouTube, LPGC. Oh, bisschen Eigenwerbung muss doch mal sein. Und die würde ich echt gerne mal sehen. Und einfach mal einen Tapetenwechsel. Aber ich habe inzwischen erkannt, dass ich den Tapetenwechsel sowieso vollziehen muss, denn ich räume jetzt mein Wohnzimmer gerade um. Und der tut auch mal gut, so nach 4 Jahren oder so, die es jetzt fast das gleiche Aussehen hat. Das ist einfach mal gut. Wie geht's euch da? Braucht ihr mal so einen Tapetenwechsel? Oder seid ihr voll happy da, wo ihr seid, mit dem, was ihr habt und wie ihr es aufgebaut habt? Apropos GS, hallo. Du bist die Alte und nicht die Adventure. Na. Das frage ich mich immer wieder, so ob es nur mir so geht. Ich habe sogar kurz überlegt, ganz kurz, ob ich mal so ein Jahr Work and Travel einlege. Was weiß ich. Die Lia hat gesagt, dass Neuseeland wunderschön sein soll. Und ich kenne ja viele Leute, die dann auch dadurch gecruised sind. Aber ich wüsste nicht, ob ich das könnte überhaupt, immer kleine Jobs zu finden, die mich über Wasser halten und auch hier die Wohnung sozusagen in Storage zu geben oder runter zu vermieten. Hossa! Dann ist der Schoki gerade aus einer Weltreise und juckt mich ein bisschen mit Touring und Reisen. Dann habe ich dieses geile Gerät, das eigentlich für Reisen und Touring ausgelegt ist. Und ja, mein Gott, das ist verlockend. Sehr verlockend. Aber vielleicht müssen wir ein Offroad-Training mit dem Lord machen. Wobei, da brauche ich wahrscheinlich andere Gummis. Long way round. Oh Gott, es juckt immer noch so sehr. Andererseits, was haben die gebraucht? 6 Wochen oder so? In 2 Monaten, eigentlich geht das voll klar. Gut, man muss halt irgendwo das Geld ran schaffen. Und einen Job, wo man dann so lange frei machen kann. Vielleicht ein Sabbatical, wer weiß. Apropos neue Erfahrungen und Wohnzimmer umräumen. Wenn ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, der gerne mal bei dem Hauptstadtstudio dabei sein möchte, meinem monatlichen Livestream, der eine billige Ausrede ist, um lecker Bier mit Kumpel zu trinken oder eine andere Form von erlesenem Alkohol oder auch einfach nur einen Tee, um mit ihnen über Gott und die Welt zu quatschen und ihr sagt, hey, ich kenne da jemanden, der wäre da voll gut für, oder er sagt, hey, ich habe da mal voll Bock drauf, mit dir zu quatschen, dann haut mich einfach an, ihr braucht eigentlich nur ein Mikrofon, eine Webcam und Discord. Und dann können wir das gerne mal eintakten, weil die Jungs sträuben sich immer noch massiv und sagen sowas wie, ja, ich muss da arbeiten. Ja. Nun haben sie leider auch manchmal Jobs, die sie durchaus Samstagabend arbeiten lassen müssen. Aber mal gucken. Da versuche ich auch gerade die Toastfires ranzubekommen, um mal einfach neue Leute kennenzulernen. Denn man mag es kaum glauben, ich tue mich schwer mit neuen Leuten kennenlernen. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. So, am Anfang bin ich neuen Leuten immer ultra suspekt. Ich bin da so, wer bist du? Willst du mir etwas Böses? Und meistens geht es dann sehr schnell, dass ich super herzlich und einnehmend werde. Und dann so, ja komm her, knuddeln. Aber so der Erstkontakt, der ist immer schwierig irgendwie. Also ihr seid gewarnt. Und dann könnt ihr auch gleich mal mein neues Wohnzimmer sehen. Also es sieht jeder, der den Livestream schaut, aber hey, es ist was ganz Besonderes für euch, weil ihr es in der höheren Qualität seht. Nein, vielleicht auch nicht. Who knows? Eigentlich kann ich mal kurz eine Spur einnehmen und meiner Mutti Hallo sagen, denn Familie ist wichtig. Familie ist einfach sowas Wundervolles. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Familie, die zu euch hält, euch unterstützt. Meine tut das enorm und im Zusammenspiel mit meinen Freunden ist das
Das ist schon so ziemlich unbezahlbar. Huch. Hallo Mutti. Huch. Mutti, ich bin nicht über Gelb gefahren. Tschüss.